Herzlich willkommen zum neuen Podcast der Thomas Krenner AG. Mein Name ist Simon Holzer, meines Zeichens Leiter der Marketingabteilung hier im Haus. Und ich darf heute meinen Gast Uli Hutzelmeier begrüßen. Uli, herzlichen Dank. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Dankeschön. Ja, wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Ein Thema, das wir bei der Thomas Krenner AG schon seit vielen Jahren bedienen, umsetzen, eigentlich ganz hochhalten. Es ist tatsächlich ein Thema, das man nicht sofort findet, wenn man bei uns auf der Website ist, wenn man bei uns im Shop durchklickt, einfach weil es sehr individuell ist. Wir sprechen immer von individuell, aber in dem Fall sind wir so wirklich individuell unterwegs. Es geht um Sonderlösungen, Sonderentwicklungen, Lösungen für den industriellen Bereich. Und bevor wir da einsteigen, Uli, eine ganz kurze Vorstellung deinerseits. Wer bist du, was machst du hier und wo kann man dich bei uns in der Thomas Krenn verorten? Ja, also mein spezieller Part ist dieses Thema Solution Sales, wo wir halt wirklich, genau wie du schon angekündigt hast, um Sonderlösungen aufzubauen. Das heißt, wo bin ich verortet, im Endeffekt in der Vertriebseinheit mit untergliedert. Da ist aber der Fokus ganz, ganz klar dieses Thema Industriekunden bzw. diese Kunden zu besuchen, deren Probleme zu verstehen im Tagesgeschäft und dann im Endeffekt schon vorzubereiten, was bewegt unsere Kunden, was müssen wir tun, welche Sonderlösungen können wir denn gestalten, um das dann auch vertrieblich vorzubereiten. Du warst ja nicht immer bei der Thomas Krenner AG. Wo kommst du denn eigentlich her? Ich bin ursprünglich aus dem Maschinenbau, dort sehr viele Jahre im industriellen Sektor unterwegs gewesen. Das heißt hier Großmaschinen im Bereich Lebensmittelindustrie, Automotive, aber auch Kunststoff. Und da merkt man natürlich genau, die Anforderungen sind da spezieller. Das heißt ein Zulassungsverfahren, das man für neue Anlagen gestalten muss oder durchziehen muss, bis hin, also von der Produktidee gänzlich bis zur fertig umgesetzten Maschine, die letzten Endes in der Produktion irgendwo eingesetzt wird. Und das sind halt genau die Punkte, die wir halt jetzt auch versuchen, auch für unsere Kunden dementsprechend aufzubereiten, gerade eben sei es erster Prototyp, bis wir den überführen können in die Serienfertigung. Da kann einiges an Zeit vergehen. Dazu braucht man natürlich die entsprechenden Anforderungen. Genau. Ja, man hört's. Die Position bei dir ist nicht ganz zufällig gewählt. Du bringst die Branchenerfahrung mit. Du weißt, welche Herausforderungen auch diese technischen Aspekte mit sich bringen, vor welchen Problemen unsere Ansprechpartner in diesen Segmenten stehen. Und ja, wie eingangs angedeutet, wir machen das Ganze jetzt nicht erst seit ein paar Monaten oder ein paar Wochen, sondern dieses Thema der Sonderlösungen, des Sonderbaus ist bei der Thomas Krenner AG schon viele Jahre, also fast eine Dekade, im Standard unseres Portfolios mit bei. Wir sprechen ja nicht mehr von Server- und Storage-Hardware im Rack oder im Datacenter, sondern speziell auch von anderen Bauformen. Aus deiner Erfahrung, wieso braucht es das überhaupt? Wieso haben wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen müssen? Woher kamen die ersten Anfragen? Hintergrund ist dieses ganz große Buzzword mit der Digitalisierung und Industrie 4.0. Man merkt, dass die Technik immer dezentraler sitzt. Das heißt, man berechnet seine Vorgänge nicht mehr in einem Großrechner und einer Maschine als Beispiel, sondern versucht, das immer mehr dezidierter zu vollziehen, durchzuführen. Und dementsprechend wird es halt erforderlich, direkt at the edge heißt das so schön, also direkt an der Maschine, am Ort der Untersuchung oder was ich auch gerade vorhabe, auch in der Produktion, da die Rechenleistung bereitzustellen. Man sieht es ja immer mehr, begann damals mit Großrechnern, wird immer filigraner gebaut, man kann immer kleinere Bauformen durchführen. Platzbedarf hat man natürlich nicht überall, auch Temperaturthemen, die damit reinspielen, was sich aufheizt. Deswegen versucht man das immer mehr zu komprimieren und zu verbessern. Und deswegen natürlich auch hier der Werdegang Richtung kleinere Technik, mehr an die Linie mit hin. Das Thema der Konfiguration ist auch hier, so jetzt mal, der kleinste gemeinsame Nenner. Allerdings bei diesen Lösungen spricht man ja faktisch nicht von, kann ich mir im Onlineshop konfigurieren, sondern tatsächlich von, ich muss von ganz klein von der Idee beginnen und muss erstmal schauen, welche Technologien eignen sich denn überhaupt. Und kannst du ein bisschen umschreiben, wie weit dieses Dienstleistungsspektrum denn eigentlich reicht? Also das Dienstleistungsspektrum geht eigentlich da schon mit los bei der Vorauswahl. Du hast es ja gerade eben auch gesagt, wenn ich jetzt nicht unbedingt eine Infrastruktur bereitstellen kann, muss das vielleicht auch mit einer Funktechnologie sozusagen gestalten, dann können wir da auch schon mit behilflich sein. Sei es das Beispiel LoRaWAN, wo wir wirklich Kundenanfragen auch schon mit haben. Wenn ich an Ort und Stelle vielleicht keine Netzwerkversorgung habe, beziehungsweise auch keine Stromversorgung, gibt es alternative Technologien mit kleinen Akkuspeichern sozusagen, Sensoren zu betreiben und diese Informationen weiterzuleiten. Das sind so typische Themen, die wir eigentlich täglich mit dabei haben. Da geht es wirklich von der ersten Planungsleistung, sei es ein Beispiel eines Steinbruchs,
das wir gemeinsam abgewickelt haben. Dort habe ich nicht überall eine stabile Internet-WLAN-Versorgung oder eine Stromversorgung. Und da ging es halt auch schon mit los von der ersten Planung. Wie würde man sowas aufbauen? Wie weit habe ich denn meine Reichweiten? Von wo bis wo kann ich denn meine Daten übertragen? Und wo kann ich es zentral visualisieren? Und das sind typische Themen, die wir da eigentlich schon konkret wirklich abbilden können. Also das sind wir im klassischen Fall von Machbarkeitsstudien, von Prototyping. Absolut. Das heißt, da geht es wirklich los. Erste Idee, dann machen wir mal keine Tests. Das sind halt alles Punkte, die wir wirklich mit Herzblut wirklich durchziehen, weil wir natürlich von Case zu Case immer dazulernen. Und das ist halt enorm wichtig, weil nur gemeinsam lernen wir natürlich hinzu, was bewegt denn unsere Kunden, was bewegt vielleicht die gesamte Branche an dieser Stelle. Und bei diesen ersten Tests lernen wir eigentlich immer am meisten. Nicht nur wir, sondern auch der Kunde. Und dementsprechend, wo soll jetzt mal das andere Spektrum der Dienstleistung? Also wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt eine Lösung gefunden für einen Kunden, der Kunde entscheidet sich, hey, das ist nicht nur was für einen Piloten an einem Standort oder ein Mustersteinbruch, sondern ich möchte das Ganze weltweit implementieren. Welche Möglichkeiten haben wir da? Du sprichst es eigentlich idealerweise mit an, es geht um das Thema Rapid Prototyping, wo wir einiges an Möglichkeiten haben, sei es vom individuellen Branding, aber auch verschiedenste Verfahren wie 3D-Druck, wo wir im Endeffekt schon vorhaben, dem Kunden ein erstes Modell sozusagen sizen, mal gewisse Dimensionen abzustecken, dann aber auch gemeinsam zu testen, passt denn die gewünschte Hardware-Konfiguration auch mit der entsprechenden Software zusammen. Und da geht es halt dann wirklich los von einem Grundgehäuse, das man gemeinsam designt, dann auch festzulegen, wie muss denn die Temperatur abgeführt werden, wie kann ich das Ganze kühlen, kann ich es dann auch ordentlich verpacken. Also es geht da wirklich komplett von der Planung, 3D-Druck, dann auch Individual Branding, wo wir auch mit UV-Druckern unsere Systeme wirklich kundengerecht schon vorbereiten können. Alles mit dem Petto. Einen Use Case hast du mit LoRaWAN schon angesprochen. Um das Ganze noch ein bisschen greifbarer zu machen und auch ein bisschen die Möglichkeiten aufzuzeigen, was wäre denn noch ein Use Case, der dir jetzt speziell einfällt? Vielleicht, ich werfe jetzt einfach mal ein aktuelles Buzzword in den Raum. Was haben wir denn zum Thema KI? Das nächste Buzzword. Es ist auf alle Fälle sehr, sehr interessant, um das KI-Thema begreifbarer zu machen, würde ich das Thema anhand des Beispiels in der Bildverarbeitung näher führen. Zum einen aus der Vergangenheit, technischer Seite mit der Bildverarbeitung. Immer mehr kommt damit vor, sei es Qualitätsuntersuchungen und Ähnliches mit bildgebenden Verfahren zu bearbeiten. Wenn ich große Bilddaten verarbeiten möchte, brauche ich natürlich auch viel Rechenleistung. Das ist immer individuell, je nachdem, was halt der Kunde letzten Endes machen möchte. Klassisches Beispiel wäre eine aktuelle Anfrage, wo man komplette Baumstämme sozusagen mit einem CT-Scanner durchleuchten möchte, um dann predictive sozusagen mit diesem dimensionierten Datenmodell schon Vorhersagen treffen zu können, wie muss ich denn später diesen Baumstamm sägen, um die optimale Ausbeute von Holzbrettern theoretisch auslasten zu können. Das sind halt natürlich Themen, die uns da betreffen. Wie würde man da jetzt klassischerweise einen Server, einen PC dazu konfigurieren, um das machbar zu machen? Da ist es halt enorm wichtig, mit dem Kunden vorab zu sprechen, welche Art der Bildverarbeitung wird verwendet, welche Datenmodelle, welches KI-Modell steckt dahinter, in welcher teilweise auch in Echtzeit die Anforderung oder eigentlich die Muss-Anforderung, diese Bilder verarbeiten zu können. Und deswegen ist es halt hier sehr, sehr spannend, weil wir eben da auf das komplette Portfolio zurückgreifen können. LoRaWAN oder auch Predictive Maintenance, bildgebende Verfahren mit KI, das sind ja eher Themen, wo ich sage, das ist intrinsisch getrieben. Also sprich, ich als Unternehmen muss mir im Thema Digitalisierung Gedanken machen, mir eine Strategie aufbauen, wie will ich mich entwickeln. Jetzt gibt es aber natürlich noch ein paar externe Faktoren, die von Behörden, vom Staat, von Bundes- oder Länderseite, so jetzt mal aufdoktriniert werden. Ein aktuelles schönes Beispiel wäre die NIS2, wo auch mehr oder weniger viel gefordert wird, wo viele Anforderungen da sind, aber wo auch die Lösungen fehlen. Genau so ist es. Das nächste Passwort, die NIS2, das wir im Tagesgeschäft auch merken, aber auch wirklich mit einer Strategie auch verfolgen. Es wird immer wichtiger, das Thema Cyber Security in der Ganzheit zu betrachten. Und auch hier erreichen uns permanent diese Anfragen, mit denen wir bereits mit dem Kunden schon in der Klärung sind. Es geht speziell am Beispiel darum, nehmen wir klassischerweise eine Ladesäule mit her. Wir müssen uns in Zukunft dazu mit absichern. Jeder weiß, wenn ich jetzt damit hinfahren würde, PKW aufzuladen, da laufen Bezahlmodelle im Hintergrund mit. Es wird in Zukunft noch wahrscheinlich das als Werbesäule und so weiter genannt werden. Bloß stellen wir uns mal das Szenario vor, wir würden an einer Ladesäule oder es würde irgendwie bewusst manipuliert oder gewisse Hardware daraus entnommen oder gestohlen, Diebstahl oder Ähnliches.
sind dann unsere Daten noch sicher? Wo landen diese unter Umständen und müsste sich nicht einfach so ein System komplett abschalten? Das sind also klassische Themen, an denen wir aktuell gerade auch dran sind. Wie sicher kann man die Hardware mit einem entsprechenden Softwareunterbau schon gestalten, um auch gleichzeitig diese NIS2-Anforderungen zu erfüllen? Das sind klassische Themen, wo wir heute bereits schon fertige Lösungen mit anbieten können, um unsere Kunden halt, die heute noch nicht sicher wissen, betrifft mich denn die NIS2 überhaupt oder auch nicht? Also in dem Fall sind wir da gerne offen für diese Gespräche. Auch das Thema Software hast du jetzt genannt. Also wir sprechen ja nicht nur von der Hardware. Gut, Thomas Klein fühlt sich natürlich da wohl, wo viel Hardware mit dabei ist. Aber es ist klar, diese Lösungen, die sind nicht nur mit Blech oder mit Komponenten, nur mit Platinen zu lösen. Und wir haben ein Partnernetzwerk, wir haben ein großes Partnernetzwerk, wir haben auch ein ständig wachsendes Partnernetzwerk. Vielleicht noch ein, zwei abschließende Sätze dazu, wie du unser Partnernetzwerk schreiben würdest, aber welche Möglichkeiten das wir auch da haben. Mhm. Durch unseren Hintergrund, den wir eigentlich haben, in dieser gesamten Open-Source-Community, verfügt man natürlich über verschiedenste Möglichkeiten zu allen möglichen Fachthemen. Und es ist echt spannend, was wir tagtäglich auf kurzen Dienstwegen wirklich schaffen. Gerade eben dieses Beispiel aus der NIS2. Man fragt dann in unserer Community den einen oder anderen Partner mit an und erhält eigentlich sofort eine Rückmeldung, ah, das könnten wir doch so und so machen. Wobei die gesamte Community aus dieser schnellen Antwort wieder profitieren kann. Das heißt, das ist ein enormer Vorteil, den wir wirklich an dieser Stelle auch mit haben, aber auch gerne wieder weitergeben. Du hast es ja eingangs vorhin auch gesagt, wir lernen bei den Projekten als auch unsere Kunden. Und das wiederum gegenzuspiegeln, gibt uns da einen enormen Mehrwert. Das heißt, auch unser Netzwerk ist nicht geschlossen. Wir sind da vollkommen offen. Sobald sich hier mal jemand meldet, den auch zu integrieren, bei Projekten einzubinden, das ist jetzt mal auch das, wovon dieser Sonderlösungsbereich lebt. Es sind keine Projekte, die man im Haus alleine stemmen kann. Da wären wir wieder beim nur Blech, nur Hardware, sondern es braucht das Netzwerk. Es braucht die Partner, es braucht die unterschiedlichsten Expertisen von IT-Security über IoT bis hin zu Funktechnik, bis hin zu Hardware, bis hin zur Software, bis hin zur Logistik, Projektbegleitung etc. Und dort dementsprechend auch Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr tätig seid im IT-Umfeld, egal ob das eine Softwareentwicklung ist, egal ob das eine Schnittstelle, eine Sensorik ist. Wir haben ein Netzwerk, wir haben die Anfragen und ihr habt die Expertise. Dementsprechend freuen wir uns auf alles, was ihr uns da anliefern könnt über eure Anfragen, Projekte. Damit möchte ich auch den Podcast schon schließen. Vielleicht, Uli, ein abschließendes Wort von deiner Seite. Kunde hat ein Projekt, hat eine Frage, hat eine Anforderung. Wie gehen wir vor? Einfach direkt kontaktieren. Die Möglichkeiten sehen wir schon zum einen in unserem Webshop, wo wir auch alle namentlich genannt sind, gerne jederzeit einfach unkompliziert Anruf oder E-Mail durchsenden und wir können auf kurzem Dienstweg immer sofort im ersten Step, ist uns wichtig, erste Kurzantwort schon mal geben und dann auch gerne weiterführend, dass wir uns Termine ausmachen oder auch mal direkt einen kleinen Workshop, um eine Ideenfindung voranzutreiben als Beispiel. Damit, Uli, vielen Dank für deinen Input, für deinen Einblick in den Bereich der Sonderlösungen. Werden mit Sicherheit die nächsten Wochen, Monate noch spannende Projekte veröffentlicht werden, wo wir auch was drüber sagen können. Großteil ist natürlich NDA, aber zu den Themen, wo wir was berichten können, seid gespannt. Da kommen einige tolle Themen auf uns zu. Und von dem her nochmal vielen Dank und einen schönen Arbeitstag. Herzlichen Dank, ebenso.